Ein anderer Dichter, der sich auch schon sehr viel mit dieser germanischen Waldreligion beschäftigt hat, einer meiner Lieblingsdichter, Heinrich Heine, der hat mal über diese Waldreligion Folgendes geschrieben, ich zitiere: Der Nationalglaube in Europa, im Norden noch viel mehr als im Süden, war pantheistisch. Seine Mysterien und Symbole bezogen sich auf einen Naturdienst. In jedem Elemente verehrte man wunderbare Wesen. In jedem Baume atmete eine Gottheit. Die ganze Erscheinungswelt war durchgöttert. Das ist eines meiner Lieblingszitate. Wunderschön, wie ich finde. Ich stelle mir das auch immer so vor. Auch im Romantischen ist das vielleicht, aber ich glaube, es kommt der Realität doch relativ nah. Aber dieses Zitat ist an der Stelle noch gar nicht zu Ende. Ich habe das abgebrochen. Da kommt, wo ich geendet habe, ein Semikolon. Und dann kommt noch ein Satz. Ich zitiere: Das Christentum verkehrte diese Ansicht. Und an die Stelle einer durchgötterten Natur trat eine durchteufelte. Also das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser gesamten Verteufelungsgeschichte. In der Interpretatio Christiana war der heidnische Gottesdienst an der Natur ein Teufelsdienst. Und für diese Verteufelung habe ich jetzt mal drei Beispiele mitgebracht. Das erste ist das sogenannte altsächsische Taufgelöbnis. Wir haben eine Quelle aus dem Mittelalter, bis heute überliefert. Taufgelöbnis, da steht drin, was der Zwangstäufling damals sagen musste, um also jetzt seine alte Religion abzulegen und die neue anzunehmen. Da heißt es: Forsachist du Diabole, sagst du dem Teufel ab? Und der Teufling muss dann antworten: Ja, ich sage dem Teufel ab. Und es wird weiter gefragt: Und sagst du auch allem Teufelsdienst ab und allen Teufelswerken und Worten von Dona und Wodan und Sachsnot und allen Dämonen, die ihre Genossen sind? Und der Teufel muss antworten: Ja, ich sage den Teufelsdienst ab und allen Teufelswerken und Worten von Dona und Wodan und Sachsenburg und allen Dämonen, die ihre Genossen sind. Dann folgt das Glaubensbekenntnis zum einzig wahren Gott, zum Vater, Sohn und Heiligen Geist. Also die alten, hier ist es schwarz auf weiß, die alten Götter der Germanen werden hier explizit mit dem Teufel gleichgesetzt oder identifiziert. Die germanischen Götter der Natur werden zu Teufeln und Teufelinnen umgedeutet. Das Pantheon der Heiden wird zu einem Pandemonion. Ein zweites Beispiel für die Verteufelung stammt nicht aus dem Altsächsischen, sondern aus dem Altfriesischen. Die Friesen sind wieder so ein germanischer Stamm. Und der Friesenherzog hieß Radbot. Und Radbot war ein überzeugter Heide, der wollte kein Christ sein. Er wollte die Tradition seiner Ahnen fortführen. Und im Jahr 714 kam dann der sogenannte Apostel der Friesen, Willibrod heißt der. Der kam nach Friesland, um die Friesen zu bekehren. Und er stellte sich vor Radbot und er rief ihm zu, ich zitiere: Nicht ein Gott ist es, den du verehrst, sondern der Teufel. Wenn du aber mich, der ich dir den Weg des Heils zeige, verachtest, so wisse mit Sicherheit, dass du die ewige Pein und die Flammen der Hölle mit dem Teufel, dem du gehorchst, erleiden wirst. Zitat Ende. Auch hier wird also der Gott der friesischen Germanen, vermutlich Wotan, aber vielleicht auch alle anderen Götter sind da wahrscheinlich mit gemeint, mit dem Teufel gleichgesetzt. Und hier ist, das gilt eigentlich für alles, es ist wichtig zu sagen, die Germanen kannten ja den Teufel gar nicht. Die werden gar nicht verstanden haben, was der da gesagt hat. Also eine mythologische Figur wie den Teufel gibt es in der germanischen Mythologie nicht. Es gibt eigentlich noch nicht mal eine vergleichbare Figur, die das absolute Böse verkörpert. Und das Wort Teufel stammt aus dem Altgriechischen, stammt aus dem Neuen Testament, Diabolos. Also die Germanen werden das nicht verstanden haben, dieses Wort, und noch viel weniger werden sie diese Vorstellung, die damit verbunden ist, verstanden haben. Oder in den Worten Jakob Grimms, Zitat: Die Vorstellung des Teufels und teuflischer Geister war unserem Heidentum fremd. Und interessant bei dieser Radbot-Willibrod-Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, ist auch der Hinweis auf die Hölle. Und das wäre das dritte Beispiel. Denn auch eine Hölle kannten die Germanen ja gar nicht. Genau wie den Teufel kannten die auch keine Hölle. Und also eine Hölle als Ort, was sagt
der ewigen Pein und der ewigen Verdammnis und des Fegefeuers. Und das Perfide an dieser Geschichte ist eigentlich, und das war eben gängige Missionsmethode, dass die Christen diese Vorstellung von einem Ort der ewigen Verdammnis wiederum mit einem Wort bezeichnet haben, das den Heiden wohl bekannt war. Denn Hel ist der Name einer germanischen Göttin, beziehungsweise des Totenreiches, das von dieser Göttin beherrscht wird. Hel ist ein germanisches Totenreich. Da kommt man womöglich hin, wenn man tot ist. Die hatten auch noch andere Totenreiche, da werden wir gleich bei Nicole im Vortrag auch noch ein bisschen was zu hören. Aber dieses Totenreich Hel war kein Ort der Schmerzen und der Verdammnis und dergleichen, ganz im Gegenteil, das war eigentlich ein ganz friedliches Totenreich. Altnordisch Hel heißt Verbergen, Verhüllung. Und die Christen haben also das germanische Wort genommen, aber die Vorstellung verändert bzw. verteufelt. Und genau das wurde im Grunde mit der gesamten, also mit allen Göttern und mit der gesamten Religion eigentlich gemacht. Es fand eine Verteufelung, eine Diabolisierung statt. Wer Heide war, galt fortan als Satanist. Wer die Natur vorher verehrt hat, galt jetzt als Teufelsdiener und als Hexe und wurde am Ende womöglich auf dem Scheiterhaufen hingerichtet.